Einen wunderschönen Freitag wünsche ich allen und damit herzlich willkommen auch hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze hier im Jagdpanther 2. Der Hydrolox hatte es sich gewünscht. Ich habe jetzt hier ein paar Runden gezockt und das ist jetzt hier sozusagen das Ergebnis. Ich kriege jetzt hier in der Runde mit, dass überhaupt gar keiner nach rechts fährt. Dementsprechend werde ich das jetzt übernehmen. Gibt uns jetzt hier oder mir persönlich jetzt hier die Zeit, ein paar Worte zu dem Panzer zu sagen. Ich werde jetzt hier einfach hoch auf den Berg gummeln und warten, dass der Gegner kommt. Und wie gesagt, ich nutze die Zeit und sag dazu mal was hier zu diesem Gefährt. Ich will zwar nicht mit einem Negativen anfangen, aber dadurch, also das Negative, was ich jetzt sagen will, ist sozusagen eher, also halt einfach meine persönliche Meinung. Ich stehe einfach nicht auf turmlose TDs. Ihr seht es ja auch an meinen Replays, da sind wirklich, bis auf den Jagd-E, habe ich glaube ich nicht mehr groß irgendwelche turmlosen TDs und der Jagd-E ist da halt einfach eine Ausnahme, weil der halt Klatschen verteilt. Jagdpanther kann auch Klatschen verteilen, habe ich festgestellt, nach irgendwie, ich habe jetzt, weiß ich gar nicht, 10, 11, 12 Gefechte oder so. Und habe 9 Gefechte gebraucht, um festzustellen, dass obwohl ich den im Nachschub gekauft habe und nicht durch den Forschungsbaum erforscht habe, ich trotzdem im Forschungsbaum Kanonen und so extra noch dazu kaufen kann. Also größere Kanone, mehr Motor und Kette und hast du nicht gesehen, ne? Das hat erstmal ein paar Runden gedauert. Das hat dazu geführt, dass ich die ersten 9 Runden oder so tatsächlich diesen Panzer Stock gefahren bin und dementsprechend nur auf die Fresse gekriegt habe oder halt einfach keine guten Runden hatte. Wie gesagt, nicht mein Playstyle und dazu noch selber Fehler gemacht. Aber jetzt hier in der Runde auf jeden Fall die dickste Kanone mal ausgepackt. Und hier passiert auch was, also keine Sorge, ist jetzt nicht so, dass hier nur Rumgelaber ist. Das ist jetzt hier sogar meine beste Runde, die ich hatte in diesem Panzer und ich glaube, mehr werden es auch nicht. Werden wir halt sehen, mal gucken. Also der Panzer an sich ist lustig, so wie jetzt hier in dieser Position. Die Gegner können nur von vorne kommen und ich habe, obwohl ich hier jetzt noch nichts geskillt habe, groß, ne, also kein Waffenbrüder, kein Tarnung, kein nichts. Wenn das alles vorhanden wäre und ich hier in dieser Situation bin wie jetzt, dann ist das natürlich ein ganz schönes Brett. Weil hier müssen sie erstmal vorbeikommen oder erstmal zu mir kommen. Ich stehe jetzt hier relativ gut. Ich kann nach hinten fahren, um halt die Büsche zu nutzen. Ich spotte jetzt halt erstmal und wenn einer kommt, fahre ich einen Meter nach hinten. Da haben wir den ersten. Hier einen Meter nach hinten gefahren. Zack, 457. Er weiß natürlich, dass ich hier bin, aber solange ich nicht auf bin, umso besser. Ein bisschen Gun-Depression hat er. Der war natürlich noch richtig edel. So. Da kommt gleich der nächste. Der AMX ist mir jetzt erstmal egal. Reload hier jetzt mit 10,5 Sekunden ist, denke ich, gerechtfertigt, was den Schaden angeht, tut dem Panzer aber echt ein bisschen nerven, irgendwo. Er ist halt jetzt schon erst relativ mobil, was die Geschwindigkeit angeht, aber im Allgemeinen recht immobil, weil er einfach keinen drehbaren Turm hat. Und diese Tatsache ist halt in der heutigen Meta, wenn du kein Jagd-E bist, echt unangenehm. So, das jetzt hier ein bisschen risky. Auto-Aim, gib ihm. Zack, ich fall fast runter, aber halt auch nur fast. Wunderprächtig. So, irgendwo muss ja auch noch der Black Prince sein. Wie gesagt, ich habe ja hier noch 2 Artis. Ich brauche die nur zu spotten. Die GW macht hier auch ordentlich mit. Da haben wir ihn. Was haben wir da? Garde kommt mir auch langsam zur Rettung. Ich gucke noch einmal nach vorne. Bevor ich mich jetzt hier umdrehe, scheinbar keiner da, also kann ich mich jetzt hier wieder um den Black Prince kümmern. Ja, komm, Nase runter. Zack. GWE hat auch überlebt. Oder GW, ist das GWE? Ne, GW Tiger, genau. Hat auch überlebt, muss sich jetzt nur bewegen, weil er auf war. Und ich bewege mich jetzt auch, weil, ne, ich sehe, Garde fährt links, rechts lang, ich fahre jetzt hier links lang. Und gucke jetzt erstmal, was passiert. Muss halt der Burask im Gegnerteam, schade, dass der noch nicht tot ist, weil das natürlich jetzt hier so ein Angstgegner. Also jetzt nicht nur persönlich für mich in dem Gefährt, sondern allgemein. Halt einfach, wir wissen es ja, ein ultra starker Panzer.
Und er scheint hier auch wirklich seinen Spaß zu haben. Er geht hier auch von einem Panzer zum nächsten gerade. Hat jetzt hier einfach mal den CS gepusht. Und ich überlege jetzt kurz, ob ich über die Brücke fahren soll oder jetzt hier unten lang. Unten ist halt Whisky, aber ich sehe auch links meine beiden Heavys, die stehen da noch, die sorgen dafür, dass der Borast nicht einfach runterkommt. Und ich habe auch einen Udus jetzt hier bei mir unten. Oh. Immer ruft da auf die Burask, ey. Weil wenn der tot ist, ist hier die Runde deutlich entspannter für uns alle. Ja. Vor mir AT-15A. Der Garde hätte das jetzt eigentlich wissen müssen. Fährt trotzdem einfach straight an ihm vorbei erstmal. Und lässt jetzt halt natürlich auch einschenken. Guten Tag. 550. Das tut halt schon bitterböse weh. Also nochmal ein bisschen zum Panzer. Ich denke, wenn hier Tarnwert und so, also Waffenbrüder, Tarnung und Co. alles geskillt ist, kommt der da auf einen recht guten, nennenswerten Wert. Ist, wie gesagt, was die Geschwindigkeit angeht, an sich relativ mobil. Also in der Richtung auf jeden Fall cool dabei. Die Kanone, genau die Kanone, ist auch wunderbar. Also ich kann nicht meckern, sowohl die kleine als auch hier die große sind genau. Also deutsche Panzer halt, ne? Da kann man echt nicht meckern. Gut, ist halt ein TD. Sichtweite braucht man da jetzt nicht groß erwarten. Aber es ist ein deutscher Panzer, wie gesagt. Dementsprechend haben die von Natur aus schon ein bisschen Sichtweite. Also von daher braucht man da jetzt, ich denke, auch kein Fernfernrohr oder Co. Da nimmt man dann so andere Sachen. Ich habe jetzt hier Ansetzerlüftung. Weiß ich gar nicht. Dritte. Stabi. Vielleicht. Ich sag's euch in der nächsten Runde. Also im. Was kommt noch? In der ELC-Runde sage ich euch, was ich im Jagdpanther drin habe. Oder auch nicht, wir werden sehen. Also Ansätze und Lüftung sind es auf jeden Fall. So, Striezwagen sitzt da immer noch. Er macht mich, warum auch immer, nicht auf. Aber ich weiß, wo er sitzt. Der, dass die Cleophas 666 ist jetzt gerade hinter den Jordan geschickt worden. Scorpion hat es nicht mitgekriegt. Und ich fahre jetzt hier einfach mal ruf da. So, komm mal her, Brudi. Er ist auf One-Shot. Zack. Also die Kellen, die tun schon weh. Die kleine Kanone, die macht irgendwas mit 200 Schaden. Das ist halt, ne, das ist nicht so satisfying sozusagen. Hier die große Kanone macht halt schon Bock. Ich stehe jetzt hier ganz kurz, um nachzugucken, ob die Burask hier jetzt herkommt oder nicht. Wir wissen nicht, wo sie ist gerade. Ich hatte in dem Moment auch gerade andere Sorgen. Okay, sitzt da hinten, holt sich jetzt hier noch den Tiger. Ihr seht, wie die Burask da rasiert, obwohl sie jetzt One-Shot ist. Wir kommen halt mobilitätsmäßig in keinster Weise hinterher. Und er snackt sich halt jetzt hier ein nach dem anderen. Jetzt hier kurz auch wieder gehofft, dass er vielleicht doch noch an der Ecke piekt. Der SMV könnte es ja vielleicht aufmachen. Aber ich glaube es persönlich auch nicht. Und ich bin mir auch fast sicher, dass ich jetzt hier die ganze Zeit auf war. Weil es fehlt ja auch noch eine Arti. So, ich bin jetzt aufgegangen. Das heißt, die Arti ist links von mir. So, da haben wir sie. Zack. So, ich fahre jetzt nochmal aus dem Cap raus und lege mir jetzt hier diese eine Tanne in den Cap rein, damit ich dann hinter der Tanne stehen kann, um zu cappen. Weil, ne, ich weiß nicht genau, was mein SMV jetzt vorhat, ob er der Burask jetzt einfach stur hinterherfährt. Und ich weiß nicht, was die Burask macht. Die kann halt jetzt fast von allen Seiten kommen, also, ne. Noch hat sie genug Zeit. Sie sieht ja jetzt, dass ich im Cap stehe. Große Chance natürlich auch, dass sie jetzt einfach zu den Artis fährt. Dann ist natürlich die Runde gewonnen. Ja, Udus denkt's auch. Weil wenn er jetzt die Artis holt, er braucht wahrscheinlich 4 Schüsse für beide Artis. Dementsprechend muss er 20 Sekunden einmal nachladen. Ja, da ist er. Und das heißt wiederum, dass er in der Zeit nicht ausreichend hier da schon zurückkommt.
Und das führt halt jetzt zu unserem Sieg. Der SMV, keine Ahnung, er könnte jetzt auch einfach mal zu mir kommen, einfach damit es hier schneller zu Ende geht. Aber gewonnen ist so oder so. Wie gesagt, an sich, ich finde den Panzer nicht schlecht, ist aber in keinster Weise mein Spielstil durch diese turmlose Aktion. Das ist ein bisschen schade, weil aber in der heutigen Meta, du musst so fix miteinander unterwegs sein und wenn du dann turmlos bist, guckst halt aus der Wäsche. Das ist auch an der hier Heavy Posi so, wenn du zu Heavy Posi fährst mit dem turmlosen TD, dann musst du erstmal gegen deine eigenen Leute gucken, weil die achten in der Regel nicht darauf, dass du turmlos bist und fahren dir dann entweder vors Rohr oder blocken ein und dementsprechend ist das, finde ich, heutzutage nichts mehr. Aber an sich, wie gesagt, ein cooler Panzer. Und jetzt auch einfach mal mit 5 Kills gewonnen. Ja, das war meine 12. Runde. Hab gerade nachgeguckt hier in diesem Panzer und ich glaube, mehr werden es auch nicht. Bin jetzt ganz zufrieden mit der Leistung jetzt hier in der Runde, aber wie ich wahrscheinlich auch jetzt hier in der Runde genug gesagt habe, ist einfach nicht mein Panzer oder nicht meine Art des Panzers. Ist ja nicht der einzige, der so turmlos ist, ne? Auf jeden Fall durfte ich jetzt hier 5 Kills abstauben, 4141 Schaden verursachen und 711 noch unterstützen. Dazu habe ich jetzt hier die Eroberermedaille bekommen, weil ich durchgekappt habe. Und erstaunlicherweise tatsächlich jetzt einfach mal schon das Panzerass erhalten. Damit habe ich tatsächlich einfach nicht gerechnet. Und jetzt hier auch noch verdientermaßen aus meiner Sicht mit 1249 XP auf dem ersten Platz gelandet. Jeder Schuss hat getroffen. Also da kann man dem Panzer wirklich nichts nehmen. Der hat hier wirklich richtig, richtig gut performt. Und obwohl ich auch, okay, ich habe ein paar hier Dailies, aber obwohl ich Only Gold geschossen habe, sind wir jetzt hier bei 73.321 Credits im Plus angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.